Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure 2. Ja, das Spiel ist schon vorbei, denn ihr habt das Finale gesehen, hoffe ich zumindest. Aber viele haben sich noch einen Bonuspart gewünscht und den liefere ich jetzt hiermit nach, denn wir haben ja hier noch diese Routenscheibe gehabt und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn ich vom Eiland CX zurück nach Othringal den normalen Weg nehme oder ob das überhaupt möglich ist und da dann am Raumhafen ein Raumschiff klaue. Ich glaube mich zu erinnern, dass es dann in Othringal gar keine Raumschiffe mehr gibt, aber das werden wir jetzt herausfinden. Damit beschäftigen wir uns in diesem Part. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, also überhaupt was aufgenommen habe. Denn ich habe momentan relativ wenig Zeit, deswegen entschuldigt das bitte. Aber ich bin mir sicher, dass bald wieder regelmäßig was kommt und dann geht es halt weiter. Ich muss halt momentan, habe ich sehr viel zu tun im echten Leben und ja, ist halt einfach so. Aber ist ja jetzt egal, wir spielen jetzt erstmal hier so ein bisschen und ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wo ich lang muss, wie es zurückgeht. Ich werde jetzt einfach mal hier durchgehen und da drin werde ich das schon rausfinden. Das dürfte nicht das Problem sein, also so groß ist das Eiland ja nicht. Und ich denke, hier bin ich sogar richtig. Wie komme ich jetzt an euch vorbei? Du, das war schon mal blöd. Das war sehr, sehr blöd. Aua. Lass mich mal hier vorbei. So. Okay. Jetzt müsste ich einfach hier vorbeikommen. Wunderbar. Ja, das wollte ich. Genau das. So. Da ist die Leiter nach unten. Da müssen wir hin. Dann kommen wir wieder zurück zur Insel der Moskibinos. Dann gucken wir mal, ob da mittlerweile noch irgendwas passiert ist. Ich meine auch, ich wäre beim ersten Mal, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja, was suche ich eigentlich gerade? Dasselbe suche ich. Ich meine, das erste Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, bin ich auch zu Fuß zurückgegangen, weil ich nicht gesehen habe, dass ich mit dem Raumschiff fahren kann. Und deswegen meine ich mich auch zu erinnern, dass es da eben. Wie war nochmal die Taste, um hier in anderen Modus. Ah, die Taste, okay. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass eben die UFOs nicht mehr da waren. Deswegen erinnere ich mich halt daran. Aber wir werden es herausfinden, definitiv in dieser Folge. 60! Boah, nicht schlecht. Und ich kann halt noch ein bisschen LBR2 spielen, was auch wundervoll ist, denn ich kann eigentlich nie genug von diesem Spiel bekommen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, denn es waren einige, ich glaube 4 oder 5, die dann im letzten Part gesagt haben, ja, wäre doch ziemlich cool, wenn du noch einen Bonus-Part machst. Also ich würde gerne noch LBR2 sehen. Deswegen mache ich das auch. Schönes. Ja, die anderen Projekte, ich habe jetzt mit Ghost Trick noch angefangen. Das ist ja noch im ersten Kapitel, wo eigentlich noch gar nichts passiert ist. Ein paar von euch werden das wahrscheinlich gesehen haben. Geh weg. Ich habe auch schon mal angefangen, einen neuen Teil aufzunehmen in Ghost Trick, aber ich bin nur 10 Minuten weit gekommen und habe dann die Aufnahme verworfen, weil das eh nichts gebracht hätte. Weil ich eben ein Kapitel pro Video machen möchte. Die sind nicht alle so lang wie das erste. Das erste hat ja 47 Minuten, also da spiele ich fast eine Stunde. Und die anderen sind aber nicht alle so lang. Wobei das zweite Kapitel hat auch schon ordentlich was. Aber naja, wenigstens wenn die. Was habe ich denn jetzt für einen Blödsinn gemacht? Jedenfalls wenn die Kapitel da. Dings hier. Spannender. Genau, das war das Wort. Habe ich überhaupt genug Juwelen? Mir fehlen welche. Da liegt eins und da hinten zwischen den Blumen liegt auch noch eins. Okay. Du hast ein Juwel auf. Ja, bla bla bla. 5 Stück brauchen wir. Wenn wir 6 brauchen, dann weiß ich nicht. Dann ärgere ich mich. Weiß ich mir selbst in den Du Hintern. hast ein Juwel. So. Komm mal her. Du lässt mich in Ruhe. Und dann wollen wir mal den Fährmann rufen. Fährmann, ich muss über das Meer. Bring dein Boot zu mir hierher. Fährmann, ich muss übers Meer. Bring dein Boot zu mir hierher. Ein Edelstein bezahlt die Fahrt, wenn das Land nur recht bald naht. Sehr schön. Es regnet. Und der Lava macht das nichts aus, weil die Lava ist awesome. Jetpack. Ich frage mich, kann ich wenn ich vom Jetpack bin. Moment, das muss ich mal eben ausprobieren. Kann ich jetzt hier eine normale Aktion? Ach, schade. Wenn ich da versuche, eine normale Aktion zu machen, sterbe ich. Dann hört Twinsen. Ja. Ich wollte versuchen, ob ich während dem Flug mit dem Fährmann reden kann.
und quasi mit dem Jetpack einsteigen kann. Aber das hat leider nicht funktioniert. Guten Tag. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich möchte auf die Insel der Bleichlinge. Auf die Insel der Bleichlinge. Das war das Richtige. Ja, das skippe ich jetzt mal alles, denn das kennen wir ja schon. Und wir wollen ja hier sehen, ob die UFOs benutzbar sind. Gibt es sonst irgendwo noch UFOs? Ich meine nicht, oder? Also es gab natürlich die UFOs in Othringal und auf dem Smaragdmond. Aber sonst irgendwo auf Celig gab es keine. Oder irre ich mich da jetzt? Nee, ich meine, es gäbe keine mehr. Es gibt ja auch noch den einen Raumhafen. Außer jetzt halt natürlich Island CX, aber das kommt nicht in Frage. Das haben wir ja im richtigen Spiel schon gemacht. Naja, ich werde jetzt mal schauen. Wenn mir noch irgendwas einfällt oder euch was einfällt, dann kann ich ja noch einen zweiten Bonusport machen. Juhai! Aber ich denke mal, es gibt keine mehr. Zumindest, ich kann mich nicht dran erinnern. Und wenn ich mich nicht dran erinnern kann, dann wird es wahrscheinlich auch nicht drin sein. Denn ich habe das Spiel so viel gespielt. Kann ich da durchlaufen? Was? Dabei hatte ich doch einen Schutzzauber an. Oder habe ich den aus Versehen deaktiviert? Moment. Nö, der Schutzzauber bringt da nichts. Was haben die für eine Hightech-Technologie, dass mein Schutzzauber nicht funktioniert? Das macht mir irgendwie Angst. Aggressiver Modus. Komm her, stirb. Oh. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Du gehst mal schön zurück an die Arbeit. Oder du stirbst. Das ist mir auch recht. So. Ah, wir sind Twinsen. Wir aktivieren Schalter mit dem Schwert. Denn Schalter nochmal zu drücken ist zu Mainstream. Oh ja. Oh ja. So, den drücken wir auch mit dem Schwert. Okay, Moment. Den drücken wir mit dem sportlichen Schwertmodus. Weil wir es können. Ja. Ist Twinsen nicht genial? Er hat einen Schalter aktiviert, indem er einen Rückwärtssalto und einen Vorwärtssalto gemacht hat und dann den Schalter geschlagen hat. Oh, diese Sequenz haben wir auch noch nicht gesehen. Apropos Sequenzen. Wir werden hoffentlich gleich noch eine Sequenz sehen, die zwischendurch jetzt immer läuft, wo der Smaragdmond auf Twinsun hinabstürzt. Denn eigentlich, wenn man sich lang genug irgendwo aufhält, sieht man dann zwischendurch so eine Sequenz, die das zeigt, wie der Smaragdmond näher rückt. Und die Sequenz, was passiert, wenn Twinsun stirbt, habe ich ja schon mal gezeigt. Ja, das kennen wir auch schon, das gebe ich auch mal. Boah, so viele Sprachdateien werden geladen. Krass. Das kam mir im Spiel eigentlich gar nicht so viel vor. Aber jetzt, wo man nochmal schnell durch alle Gegenden durch muss, da sieht man das erst. Da brauche ich keinen Schlüssel. Das ist schon mal gut. Du musst jetzt ein bisschen sterben und dein Kollege auch, damit ich die Schalter aktivieren kann. Haha. Sportlich. So, komm her. Komm her, mein Freund. Du musst leiden. Stirb! Nein, du musst nicht leiden, du musst einfach nur verschwinden. Hey, cool. Wunderbar, ich habe ihn getötet und damit die Tür geöffnet. Ist das nicht schön? Also eigentlich habe ich ja den Schalter gedrückt, aber das ist egal, das ist Magie. Twinsen ist magisch begabt und ich auch, aber erzählt das keinem. Aua. Aua, lass mich in Ruhe. Oh, wie niedlich, guck mal, da ist sogar einer mit dem Grünen, mit so einem Speer. Hoho. Oh ja. Früher, wo das Spiel noch einfach war und nur einfache Gegner hier rumliefen. Aber ich muss sagen, wir kommen doch sehr gut voran. Und genau in dem Moment spreche ich daneben. Toll. Nee, aber wir kommen wirklich gut voran. Ich bin ja jetzt schon fast in Othringal, also so lange wird der Bonuspart gar nicht. Ist eigentlich schade. Aber nun gut, besser ich nehme jetzt was auf, als gar nichts aufzunehmen, weil, ne? 10 Minuten sind besser als gar keine Minuten. Ja, sagen wir es mal so. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Ich hab gerade irgendwie einen komplett leeren Kopf. Das ist voll doof. Ich erzähle hier eigentlich nur total viel Schwachsinn, vor allem Sachen über Projekte, die gerade anstehen. Und wenn das irgendwann später mal einer hört, dann kümmert das den gar nicht, weil das überhaupt nicht mehr aktuell ist. Und jetzt gerade habe ich nach Othringal nichts im Kopf und also keine Ideen und keine Gedanken im Kopf und kann nicht reden. Das ist in einem Let's Play sehr, sehr suboptimal. Ich habe heute auch einen Let's Play von Terranigma gesehen. Irgendwo mittendrin. Und es hatte 900 Views. Es war von einer weiblichen Let's Playerin. Aber der Kommentarstil war irgendwie nicht so toll. Also man hatte dann da
man hat halt das Spiel, was logisch ist beim Let's Play, und dann hat sie halt so ein bisschen erzählt, aber sie hat eigentlich nur erzählt, ja, ich bin jetzt hier und ich gehe jetzt dahin und dann mache ich das da und dann gehe ich dahin und mache dann das und das Ganze noch in einer sehr monotonen Stimme, die sich nicht wirklich geändert hat, was dem Ganzen natürlich noch die extra Würze gegeben hat. Und ich habe nicht verstanden, warum es so viele Views hatte. Ich vermute mal, weil es eine weibliche Let's Playerin ist, denn das ist, man mag es jetzt vielleicht als mich abstempeln, dass ich auch irgendwie auf Vorurteile höre oder so, aber man merkt das echt, dass weibliche Let's Playerinnen es wesentlich einfacher haben und schneller an Zuschauer kommen als männliche Gegenparts, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass es wesentlich mehr männliche Let's Player gibt als weibliche Let's Player. Ich find's schade, weil das ist halt so klischee-mäßig von wegen, ja, Frauen spielen keine Videospiele, was überhaupt nicht stimmt. Ich kenne genug Frauen, die auch Videospiele spielen. Eigentlich alle Frauen, mit denen ich mich momentan abgebe, spielen Videospiele, was ich natürlich ziemlich cool finde. Denn Videospiele sind meine Leidenschaft. Aber, und ich kann wirklich sagen, dass Videospiele meine Leidenschaft sind. Also ich spiele sie nicht nur gerne, sondern ich beschäftige mich halt auch gerne mit dem Drumherum und mit irgendwelchen Fakten dazu. Ich war auf der Gamescom 2009 und 2010. 2011 hatte ich keine Lust, weil es 2010 schon so voll war und hat sich dann ja auch herausgestellt, dass 2011 noch voller war. Wobei ich ja natürlich hoffe, dass 2012 jetzt wieder leerer wird, da Nintendo ja nicht da sein wird, da die ja ihre eigenen Ereignisse haben. Vielleicht mit etwas Glück kommen dann halt nur so viele, wie gerade reinpassen, weil sich viele einfach denken, ach nö, Nintendo ist nicht da, will ich nicht. Wobei ich fand die Nintendo-Stände eigentlich jetzt nicht so, waren zwar hübsch anzusehen und gab ein bisschen was zu sehen, die hatten coole Aktionen. Also zum Beispiel war der Synchronsprecher von Mario da, dessen Namen ich gerade irgendwie verlegt habe, aber ihr werdet sicher wissen, wen ich meine. Er hat sogar zugenickt, was ich ziemlich cool fand. Aber ansonsten, man konnte halt ein bisschen anspielen und so, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich fand das Haus der Videospiele viel schöner. Also da, wo man alte Spiele und Konsolen hatte, da habe ich sogar eine Vectrex gespielt und einen Virtual Boy, das war echt klasse. Aber was ich sagen wollte, da ist tatsächlich ein UFO. Nein, es haut ab! Ich wusste doch, dass dein UFO ist, dass es dann abhaut. Ja, wir haben das Geheimnis der Routenscheibe gelöst. Wir haben hier nichts, womit wir das benutzen können. Ah, sie haben dran gedacht, schade. Wäre cool gewesen, wenn man noch nach Twinsohn zurückgekommen wäre. Aber wie auch immer, meine Leidenschaft der Videospiele und die Gamescom. Es gibt auf der Gamescom, oder gab zumindest 2010 und 2009. Ich darf nicht rein. Diesen Raum darf nur das Raumhafenpersonal betreten. Oh, wie cool. Er weiß noch nicht, dass ich ein böser Verbrecher bin. Wie eigentlich gesamtzählig. Und ich konnte ihn jetzt sogar so schnell töten, dass er den Alarm nicht aktivieren kann. Ha, das freut mich. Jedenfalls, USK-Quiz. Da konnte ich eigentlich fast alle Fragen beantworten. Also ich bin ein richtiger Videospiel-Geek. Ich interessiere mich für die Historie, für Fakten und alles, was dazugehört. Und wir hatten auch ein kleines... Als ich mit dem Studium angefangen habe, in unserer Orientierungsphase ganz am Anfang, also eine Woche Orientierungswoche, haben wir eine Campus-Rallye gehabt. Und eine Station dieser Campus-Rallye war ein Geopardry. Lass mich in Ruhe. Ein Geopardry-Quiz. Und da gab es halt auch den Bereich Videospiele. Und wir haben die Frage für 50, die für 80 und die für 100 Punkte genommen. Und ich konnte alle blitzschnell beantworten. Was schon ziemlich cool war. Beziehungsweise es war Geopardry andersrum. Das heißt, wir haben die Lösung gezeigt bekommen, mussten dazu eine Frage stellen. Für 50 Punkte war das, glaube ich, lass mich nicht lügen, irgendwas, Moment, wie war das noch? Genau, in diesen Spielen, nein, in den Spielen dieser Firma, wie war das noch? Auf jeden Fall ging es darum, dass Blizzard sehr viele Easter Eggs in ihren Spielen haben. Das heißt, wenn man dann mehrmals auf Charaktere klickt, zum Beispiel in Warcraft oder Starcraft, ich weiß nicht, ob es in Starcraft auch so ist, aber in Warcraft auf jeden Fall, Warcraft 3, dass sie dann immer irgendwelche komischen Sachen sagen. Und je öfter man klickt, desto bescheuerter werden die. Dann die 80-Punkte-Frage war,
Boah, ich kann die Antwort nicht mehr. Ich weiß nur noch den Zusammenhang, aber genau kann ich es nicht mehr formulieren. Das war mit Duke Nukem Forever. Genau, da war irgendwie angegeben 14 Jahre. Es waren doch 14, oder? Und da wusste ich sofort, aha, wie lange war die Entwicklungszeit von Duke Nukem? Wirklich so gesehen und innerhalb einer Sekunde kam die Antwort oder die, beziehungsweise die Frage auch direkt schon aus mir rausgeschossen. Und dann die 100-Punkte-Frage war zu Descent. Also welches Spiel, das bla 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 herausgekommen ist. Oder das Spiel, das in dem Jahr rausgekommen ist, zeichnete sich aus durch 3D-Bewegung und 6 Achsen, auf denen man sich bewegen konnte. Und da war klar, das ist Descent. Wer Descent nicht kennt, ist ein sehr cooles Spiel. Man sollte allerdings einen guten Orientierungssinn haben, denn da man auch mal eben so auf den Kopf fliegen kann, links und rechts und überall, man muss hoch, runter, ist es teilweise sehr verwirrend. Aber cool. Naja, wie auch immer, ist jetzt auch egal. Wir haben nachgewiesen, oder ja, wir haben bewiesen, wir haben mathematischen Beweis gezeigt. Okay, eigentlich nicht, aber ihr könnt sehen, wir kommen nicht in das UFO rein. Und das ist auch zu, das heißt, wir können auch nicht da eben hinrennen und hoffen, dass wir es kriegen. Denn wir kommen sowieso nicht rein. Also haben wir damit gezeigt, ich geht nicht. Wobei, ich könnte noch mal eben gucken, ob beim Palast des Kaisers jetzt irgendwas ist. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass da jetzt noch ein UFO ist. Also gehe ich noch mal eben in die Oberstadt. Liegt ja hier, wir sind ja schon auf Rotringal, also ist das nicht so weit. Ha, und ich bin gestorben, habe wieder Zaubertrank bekommen. Ha, Twinsen, warum bist du nicht als kleines Kind in den Kessel mit dem Zaubertrank gefallen? Das würde uns viel Ärger ersparen. Dann könntest du die ganze Zeit den Blitzzauber benutzen und die ganze Zeit den Schutzzauber. Weißt du, so wie Obelix? Das wäre toll. Stirb. Dankeschön. Die sind irgendwie keine Herausforderung mehr. Warum ist die Tür zugegangen? Ich dachte, ich würde einen Schlüssel bekommen, aber nö. Ja, da habe ich zu spät den Schutzzauber aktiviert. Wie auch immer. Boah. Unglaublich. Gerade eben habe ich mich noch darüber beschwert, dass ich nichts zum Reden habe, ne? Und dann auf einmal so, ja, bla 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 bla, sprudelte es aus mir heraus. Das ist, ah. Manchmal liebe ich mich dafür, auch wenn das so ein bisschen arrogant klingt, aber ich bin froh, dass ich auf einmal über sowas reden kann. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, boah, was erzählt der für belangloses Zeug, ey? Was macht der da für ein Blödsinn? Aber ich mache sowas gerne. Vor allem, da ich das Spiel ja sowieso jetzt schon durch habe. Und eigentlich nicht mehr viel darüber erzählen kann. Alles, was ich über das Spiel, also Little Big Adventure 2, sagen wollte, habe ich gesagt. Und zu den Remakes gibt es leider noch keine Neuigkeiten. Wahrscheinlich wird es auch noch 1-2 Jahre dauern, bis die rauskommen. Boah, lass mich durch, Typ. Du. Wahrscheinlich wird es auch noch ein bisschen dauern, bis die rauskommen. Leider. Aber ich habe halt nichts darüber zu sagen. Oh, es ist jetzt. Ah, wir sehen eine Szene. Genau, diese Szene meinte ich. Dass man halt so sieht, oh, der Mond nähert sich. Da passiert was. Und ich glaube, da gibt es sogar verschiedene von. Aber die möchte ich euch jetzt nicht mehr zeigen, denn die sind alle sehr ähnlich. Und so viel sinnlos rumlaufen möchte ich jetzt auch nicht machen. Ihr könnt das Spiel ja selbst kaufen und dann selbst spielen und noch rumlaufen. Und da ist leider auch kein UFO. Okay. Ihr könnt es ja selbst noch holen und dann rumlaufen und halt gucken, was noch für Szenen kommen. Vielleicht findet ihr auch noch was, was ich noch gar nicht hier gesehen habe. Also ihr werdet garantiert noch irgendwelche Nitro-Mega-Pinguine irgendwo finden, die ich übersehen habe, beziehungsweise nicht holen konnte, weil ich zu viele Nitro-Mega-Pinguine hatte. Und ja, spielt das Spiel. Es ist toll. Also ihr konntet euch bestimmt durch das Let's Play davon überzeugen. Und es ist sogar wirklich gut spielbar. Also die Kamera ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Also die Steuerung an sich ist vollkommen in Ordnung. Man muss erstmal 5 bis 10 Minuten spielt man. Man denkt zuerst, das ist ja voll doof. Das ist kacke. Wie soll ich mit der Steuerung klarkommen? Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran und dann ist das in Ordnung. Also beim ersten Part habe ich mir noch gedacht, so, oh, das Spiel ist überhaupt nicht gut gealtert, die Steuerung ist nicht toll. Und dann, ab dem zweiten Part, habe ich überhaupt nicht mehr über die Steuerung nachgedacht. Das ging wie von selbst, außer jetzt vielleicht mal eine Szene, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, weil die Kamera komisch war, so zum Beispiel auf der Insel des Feuers, wo ich dann halt diese präzisen Sprünge machen musste. Das war ein bisschen doof, aber an sich war das jetzt nicht so schlimm.
Ich will euch jetzt hier übrigens nochmal, ich laufe jetzt nochmal kurz hier durch und guck mir mal an, was hier noch so für Fallen. Oh! Oh! Ja, das ist natürlich doofe Typen. Schnell, töte sie. Was es hier noch so für Gegner gibt und für Fallen. Denn wir haben ja hier eigentlich nur die Husaren getroffen, die drei Schweinchen und den Typen aus Time-Kommando. Ah, das ist, glaube ich, so ein Raum, wo so ein Typ aus der Kiste gesprungen kommt. Oder auch nicht, dann müsste das der nächste... Was ist das für ein cooler Kamin? Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Ha, da ist sogar Zaubertrank drin. Cool, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre so vielleicht gewesen wie in LBA 1 beim Haus, der Kamin, wo wir einfach durch konnten. Sag mal, ich wollte euch hier noch was zeigen und es kommt einfach keiner. Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen durch den Palast hier durch. Ich meine, ich habe ja noch genug Zeit. Wir haben ja leider sonst nichts erreicht in diesem Video, auch wenn es nur ein Bonuspart ist, ein kleines Special. Weil als Special möchte ich das nicht betiteln. Das ist ja, ich spiele ja nur noch was Normales. Das ist ja nichts Besonderes dran. Also deswegen Bonuspart einfach. Moment, den hatte ich glaube ich auch schon in meinem richtigen Let's Play, oder? Sieht irgendwie suspicious aus. Genau. Das meinte ich. Als ich das erste Mal gehabt hatte, ich habe mich so erschreckt, weil ich dachte, ach ja, da kriege ich einen Schlüssel raus und dann auf einmal kommt dieser Typ da rausgesprungen. Boah, nee. War das fies. So, dich töte ich jetzt noch, den Schlüssel nehme ich und dann stelle ich mich genau in die Mitte und verabschiede mich von euch. Ja, das war das letzte Mal, denke ich, dass ich jetzt LBA 2 gespielt habe, denn es gibt es nicht mehr. Es gibt nichts mehr, was ich euch zeigen könnte, meine ich natürlich damit. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal. Man weiß es ja nicht. Es gibt ja ein paar Let's Player, die ihre Projekte mehrmals spielen. Denke ich aber eigentlich nicht, dass ich das mache, denn ich bin eigentlich zufrieden damit. Mit dem Projekt, was ich geleistet habe. Und ich fiebere eher auf das Remake hin. Also, soweit ich weiß, werden auch beide Spiele neu gemacht. Und ja, ich bin sehr gespannt. Naja, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bei LBA 2. Das ist jetzt nun wirklich das Finale. Leider, leider. Und vielleicht guckt euch meine anderen Projekte an. Ich habe da zwei, drei Sachen geplant, die sehr interessant sind. Und ich hoffe, ich komme dann auch bald wieder zum Aufnehmen. Also momentan eben wenig Zeit, aber ich werde mein Bestes geben. So, und dann ciao, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.